Spionieren unter Freunden gehe gar nicht, hatte Kanzlerin Merkel nach dem Auffliegen der NSA-Abhöraffäre gesagt. Und seither wird in Berlin und Washington an der Begrenzung des angerichteten Schadens gearbeitet. Heute diskutiert der Bundestag, wie das geplante Geheimdienstabkommen mit den USA doch noch erreicht werden könnte. Und am Freitag will US-Präsident Obama seine Geheimdienstreformideen vorstellen. Dass die wohl nicht allzu weit gehen werden, wurde bei einer Expertenanhörung im Senat deutlich. Am Rande einer Kabinettssitzung lässt Barack Obama sich wenige Worte in Sachen NSA abbringen. Wir kommen näher, ich habe viel dazu zu sagen. Sehr bald. Am Freitag will der Präsident sich äußern, dazu, wie er die Arbeit der Agenten reformieren möchte und ob es bilaterale Abkommen zur Spionage geben könne. Eine von ihm eingesetzte Expertenkommission hat 46 Empfehlungen an ihn gerichtet, unverbindliche Vorschläge. Einer davon? Man könne Geheimdienstvereinbarungen mit wenigen befreundeten Regierungen in Erwägung ziehen. Die Autoren dieser Empfehlungen stehen erstmals Rede und Antwort. Vor dem Justizausschuss des Senats machen sie vor allem eines klar. Unsere Vorschläge beinhalten nicht, dass die Regierung weniger oder gar keine Daten mehr sammeln soll. Wir finden es aber sinnvoll, diese Daten extern bei Drittunternehmen zu speichern. Außerdem sollten Gerichtsbeschlüsse vorliegen. Aber wir betonen, dass Spionagetätigkeit entscheidend und nötig ist, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Das Abzapfen von Abermillionen Telefon- und Internetdaten geht also vermutlich weiter.